So, Moment, dazu natürlich trotzdem herzlichen Glückwunsch, auch wenn du in der Baumärkte-Zeit gewonnen hast. Erstmal guten Abend. Die Baumärkte-Halle ist eine Halle, wo man als Spieler eigentlich gern spielen müsste, weil man es eine Leerfläche hat. Und ich bin erstmal hochzufrieden, dass wir jetzt 2 Punkte geholt haben. Und zu der Frage, wenn man viel Geld investiert, dann möchte man natürlich am Ende der Saison Erster sein. Und das ist auch eine Zielstellung. Im Moment sind wir da recht im grünen Bereich. Wir haben die großen Mannschaften im Prinzip weg. Straßburg zählt auch dazu. Und wir haben jetzt noch Köln zu Hause in 14 Tagen. Und wie gesagt, mein Ziel ist 25:1 zur Halbserie. Und weil wir das auch brauchen, weil wir in der Rückserie bei den Großen spielen. Und wie gesagt, das ist unser Ziel. Ja, danke. Olaf, er hat es gesagt. Die werden aufsteigen. Die Großen haben sie schon hinter sich. Wir haben noch eins mehr. Wir haben im Prinzip alle, die da oben stehen, schon hinter uns. Wir waren gestartet hier auf Platz 5. Was dann rauskommt heute Abend, das werden wir sehen, wie die anderen spielen. Aber Bad Blankenburg, Köthen, Dresden, Freiberg, Hermsdorf haben alle hinter uns. Das heißt also, unser Restprogramm sieht eigentlich in Anführungsstrichen leicht aus. Ist genau das die Gefahr für unsere Mannschaft? Ja, guten Abend allerseits. Erstmal Glückwunsch an Bad Blankenburg für den Sieg. Also, ich müsste erstmal meinen Vorredner ein bisschen korrigieren. Die sagen immer alle, wenn sie herkommen, Straßburg gehört zu den Großen. Ich sehe es nicht so, noch nicht. Wir wollen dahin, das ist keine Frage. Wir haben gesagt, wir wollen das mittelfristig mal schaffen. Wir wollen das mit Spielern aus der Region hier machen. Und das mit einer überschaubaren Entwicklung. Von daher zählen wir, denke ich, aus meiner Sicht hier nicht zu den Favoriten. Wir platzieren uns jetzt irgendwo in der Mitte. Das ist, denke ich mal, auch das Leistungsniveau, was wir zurzeit auch bringen können. Man sieht das in der ersten Hälfte, die ersten 25 Minuten hervorragend gespielt. Dann verlieren wir plötzlich den Faden. Und in der zweiten Hälfte, dann aufgrund der ständigen Unterzahl, gerade zum Anfang, kommen wir einfach nicht ran. Und die Mannschaft selbst, der muss ich in Lob aussprechen, hat bis zur letzten Minute gekämpft. Das war vollständig in Ordnung. Und das unterscheidet das Spiel zu Köthen. Von daher bin ich mit dieser Einstellung erstmal grundsätzlich zufrieden. Was die Zielstellung hier betrifft, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, es ist fatal zu sagen, jetzt kommen die ganzen leichten Gegner. Ich glaube, wir haben so eine Dreiteilung. Wir haben die ersten 4, die irgendwo untereinander den Meistertitel ausspielen. Dann gibt es ein großes Mittelfeld. Und es gibt sicherlich 2 Mannschaften, die ein klein wenig abfallen, die aber auch nicht zu unterschätzen sind. Und gerade die Spiele gegen die Mannschaften, wo wir uns auf Augenhöhe bewegen, das sind nämlich auch die schweren. Hier haben wir nichts zu verlieren. Bis jetzt haben wir noch kein Spiel gegen eine Spitzenmannschaft gewonnen. Aber jetzt kommen eigentlich die schweren Spiele, die man erstmal ziehen muss. Und das nächste ist eigentlich schon nächste Woche in Halle. Die befinden sich irgendwo in unserer Augenhöhe und da wollen wir mal sehen, was da geht. Ja gut, das ist ein Blick in die Zukunft. Das heutige Spiel, da sagt es ja wahr, den Kampf kann man unserer Mannschaft in keinster Weise absprechen. Kampf das eine, Erfahrung, sage ich mal, bei euch das andere. Ja. Ich selbst habe mir jetzt diese 48-Stunden-Regel der Bundesliga auferlegt. Habt ihr Fragen zum Spiel an beide Trainer? Gut, kurz und knapp. Wir sehen uns nächstes Jahr in Bad Blankenburg. Schönes Wetter mit. Ihr hattet heute auch schönes Wetter. Ja. Guten Nachhauseweg. Olaf, wollen wir noch zu den 2 Auswärtsspielen was sagen? Gott sei Dank kannst du nur zu einem Spiel was sagen. Und blöderweise war das auch das. Sagst am besten selbst. Wir hatten also, wie gesagt, 2 Auswärtsspiele. Einmal gegen Köthen, das Ergebnis hat jeder gesehen, ich will es nicht wiederholen. Gegen Wolfen, erfreulicherweise dann ein Sieg. Du hast es eben kurz angesprochen, in Köthen warst du Trainer, in Wolfen nicht. Wir wollen es jetzt nicht sagen, Mundi hat es gemacht. Ja, als Überschrift dachte ich mir in Wolfen, als wir dort gewonnen haben, da bin ich über das Spielfeld gerannt und habe gesagt, die Mannschaft ist endlich munter geworden. Kann man das so sehen? Also den Sebastian Munter muss man nochmal loben für das Spiel letzte Woche mit der Mannschaft. Das muss man nochmal so sagen, das ist vollständig okay. Und ich freue mich für ihn, dass er diesen Erfolg erzielt hat. Ich habe jetzt 2 Hintereinander verloren. Da müsste man schon mal drüber nachdenken, wer der Trainer ist.
Nee, ich denke mal, das ist gegen Köthen, das habe ich auch der Mannschaft im Nachgang gesagt, das war eine Vorstellung, die wir so nicht bieten wollen. Da haben wir uns aufgegeben, da haben wir auch mit Reaktionen nach außen gewirkt, die so nicht funktionieren. Das war heute so nicht der Fall. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wolfen, nach meinem Dafürhalten, was ich gehört habe, war disziplinierter. In die Richtung soll es auch gehen. Heute, da ist Kampf dabei, da sind Emotionen dabei. Einige Dinge gefallen mir noch nicht so. Bei den Jungspielern, wenn man die Emotionen zu sehr überhand nehmen, da werden wir noch zu sehr bestraft. Das ist noch ein langwieriger Prozess. Wir gehen in die richtige Richtung, aber ich sage nochmal, das dauert noch bis zum Ende der Saison, dass wir uns dann finden und das umsetzen, was wir eigentlich wollen. Da sind mir noch zu viele Unwägbarkeiten drin und persönliche Befindlichkeiten. Da müssen wir uns ein bisschen mehr beherrschen und auch das Ziel nicht aus den Augen verlieren in den Spielen. Da müssen wir schon noch die nächsten Wochen mit den Spielern auch agieren, aber das geht nicht von heute auf morgen. Aber das ist, denke ich mal, ein guter Ding, dass wir auch mal hinbekommen. Gut, kurzer Ausblick. Nächster Spieltag, ihr, habe ich gerade in Ring, habt zu Hause Wolfen. Oder? Wunderbar. Weil ich meine, er kennt Nils, bloß wie, warum nimmt er nicht bloß im Angriff? Ja, das ist. Also, ich bin überhaupt kein Freund davon, Deckungsangriffswechsel zu machen. Das mache ich nur in der Not, weil ich glaube, dass ein Spieler, und Nils ist ein junger Spieler, also ein sehr junger Spieler mit hervorragenden Anlagen, der muss es lernen, sowohl in der Deckung als auch im Angriff zu spielen. Wenn wir jetzt anfangen, in dem Alter ihn nur im Angriff einzusetzen, dann ist er in 2 Jahren so versaut, dass er nicht mehr in der Deckung spielen kann. Und das, glaube ich, ist für ihn, für seine Entwicklung eigentlich nicht richtig. Er hat gezeigt in der ersten Hälfte, dass er in der Deckung gut steht. Was er noch lernen muss, das ist, seine Emotionen ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und wenn er das schafft, dann ist er ein richtig wertvoller Spieler und dann kann er auch ein absoluter Leistungsträger werden, der auch höherklassig einsetzbar ist. Und ich gebe auch die Hoffnung nicht auf. Und wir wollen ja kein Meister werden, von daher denke ich schon, dass wir ihm auch die Chance geben sollten, weiter an sich zu arbeiten und da auch in der Deckung dann hier disziplinierter zu werden. Er ist jung genug, ich denke, er schafft das. Wolle, reicht so, ja? Ich denke mal, bei Nils ist einfach dieses Anheben und Wegtragen des Gegenspielers ist ja soweit in Ordnung. Und nur beim Absetzen sollte er noch ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten geht's schon. Ja, Frank, ich sag das mit Finger an. Ihr nächste Woche zu Hause Wolfen. Angeschlagene Mannschaft in Anführungszeichen. Wolfen hat sich sicherlich in der Saison auch schon ein bisschen mehr versprochen. Aber für euch kann auch Zielstellung nächste Woche für nur Sieg heißen, oder? Was zu Nils. Also lieber mal solche Spieler, die emotional beim Spiel sind. Auch Sebastian, das sind Spieler, die sind emotional. Also irgendwelche Typen, die in Abwehr stehen und gar nicht reagieren. Ne? Dass er natürlich irgendwo zu emotional manchmal ist, wie schon gesagt, das sind so Situationen, wir bekommen ja eure Videos immer. Er nimmt halt die Spieler und trägt sie ein bisschen Parkett rum, setzt sie irgendwo ab. Das war schon in Hermsdorf, wenn er ganz klein gekommen. Man grinst da mal beim Video dazu, aber da muss er sich in den Griff bekommen. Dann ist er wirklich aufgrund der Körpergröße, seiner Athletik, seiner Rufschärfe, genau wie Sebastian, ein extrem wertvoller Spieler. Und ich denke auch, dass er mal wirklich spielen kann, sich weiterbringt. Ja, zu Wolfen. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man aufstellen will, darf man Heimspiel nicht weglassen. Bei uns war ja auch der Punkt, aufgrund einer roten Karte gegen Hübeshelde. Dummroden gerade noch verletzt. Und der Igor Adam, der hatte ein Problem, Muskelfaser in der Wade, deswegen habe ich noch geschont. Aber wie gesagt, wir müssen Wolfen bezwingen, weil wir spielen zu Hause, weil danach haben wir noch ein Heimspiel gegen Köthen. Und da geht es dann wieder mal um Punkte oben. Alles klar, wir wünschen euch auf diesem Weg natürlich, weil wir es hinter uns haben zu Hause, alles Gute. Ja, einer muss ja letztendlich aufsteigen und wenn ihr wollt und es könnt, warum nicht? Ja. Aber wegen Nils und Red nicht zu doll loben, aufgrund eures Etats mache ich mir da ganz schnell Sorgen, dass da eventuell was sein wird. Ich hoffe nicht. Olaf, wir spielen nächste Woche, du sagst, gegen Halle. Tja, mein Gott, wie soll ich es ausdrücken? Max Hase spielt immer noch in Halle, oder? Schwierige Situation. Ja, ich habe ja seit heute noch einen zweiten Sohn. Im Programmheft steht ja Roman Hase drin.
wusste ich nicht, dass mein Unehelicher ist, aber von daher habe ich jetzt zwei Söhne in verschiedenen Mannschaften. Ja klar, das, wenn der eigene Sohn dann einmal Mannschaft spielt, dann ist das schon eine Portion Emotionales dabei. Das ist vollständig normal. Aber letzten Endes bin ich ja Staatsvater und nicht Hallenser. Und wir wollen nächste Woche in Halle bestehen. Da setzen wir unsere ganze Konzentration rein und vor dem Spiel, dann werde ich ihn drücken und nach dem Spiel werde ich ihn drücken und dazwischen werden wir gegeneinander spielen. Und ich denke mal, so gehen wir da auch ran und ich hoffe mit guter Dinge, dass wir da auch bestehen werden. Gut, wir wünschen dir das können wir tun. Rein Familie wünschen wir dir das. Im Tonjahr gab es Rami, also Rama Baumgart, der hier Trainer war. Und da muss man gegen Naumburg spielen. Der hatte ein ganz schlechtes Wochenende zu Hause. Das wünsche ich dir aber nicht. So, lieber